Hallöchen und willkommen zurück zu The Division. Yo. Wie haben wir uns jetzt genannt? Yo. Queen's Quadras. Oh, komm bitte, Alter. Wer ist auf den Scheiß gekommen? Du. Ja, ich weiß. Im Zweifel du. Immer im Zweifel, ne? Naja, ja. Jedenfalls sind wir wieder zurück. Sie wollen den Tunnel stürmen. Sie schießen auf alles, was sich bewegt. Und schießen auf alles, was sich bewegt. Sie sind wie ein Holzschwamm. Das ist mein Platz. Lass sie nicht durchbrechen. Lass sie nicht durchbrechen, aber dann sind sie tot, wenn sie durchbrechen. Ist das nicht gut? So, hier ist ja gar keiner. Hier ist ja nichts los. Da hinten. Du stehst mir vor der Linse, du Lump. Da hat einer Knallerbsen hier. Ich glaube, der hat diesen Scharfschützen-Symbol über dem Knecht da drüben. Ja, könnte sein, also. Wo ist er denn? Hinter Cash Only. Das ist Cash Only. Ja. Cash is Clay ist das. Hallo. Von die Cash oder wie? Von rechts kam also eben auch noch einer. Ich glaube nicht, dass ich da rüberkomme, ne? Nee. So, ich gehe wieder hier über die Flanke. Ich komme hier lang. Holy crap. Ich weiß nicht, ob ich hier gut stehe, aber. Da kommt einer. Sag mal, ist der irgendwie unsichtbar oder sehe nur ich den nicht? Da ist ein Sniper. Nee, der Sniper ist runtergesprungen, den habe ich gerade gekillt. Ist hier das große Sniper-Level hier oder was? Oder könnte das eventuell einer, weiß ich nicht. Ich habe hier kein freies Schussfeld. Mann! Ich schieß wie meine Oma. Richtig gut also. Trink mal ein Eierlikör, vielleicht zielst du dann besser. Oh, da oben sitzt du eine. Feinde im Anmarsch. Oh. Oh nee, da. Jetzt hier müssen wir Wälder. Hier die Wellen. Ist down. Ah, shit. Ja, weißt du was? Die Position nehme ich jetzt mal ein hier. Boah, ich geh jetzt mal hier auf hin. Den Brückenpfeiler. Ah, sehr schön. Oh, was mache ich denn da? Scheiße. Oh, hier ist. Kommt mal auf hier hoch, wir können hier die abknallen wie Rettungen. Wo geht's denn hoch? Rechts an den Brückenposten ist eine Leiter. Ja, bin gerade da. Nun kletter schneller! Wir sind im Krieg! Huch! Gehe ich einfach mal ins Menü. Warnung! Weitere Feinde! Wir haben schon 5 oder 6 Kills. Hauptsache, die kommen nicht aus meiner Richtung. Oh, drüben sind sie jetzt oben. Hier spricht Fei Lau. Wir sind Division-Agenten und haben die unmittelbare Gefahr neutralisiert. Ach nee, das sind ich lege sie auf unseren Funk, dann können sie die Unterstützung dahin dirigieren, wo sie gebraucht wird. Das sind gute Nachrichten, aber es gibt auch schlechte. Ein paar dieser Kerle sind durchgebrochen und bringen Sprengstoff an den Schleusen an. Die wollen raus, koste es, was es wolle. Und sie wissen, was uns bevorsteht, wenn diese Bomben hochgehen. Die Schweine. Aha. Oh, ich habe eine Magnum gefunden. Oh. da kenne ich einen, der die will. Ich nenne sie Susi. Susi, ah, super. Kennt ihr Sledgehammer nicht? Sledgehammer. der Henner Sledge. Natürlich kennt den Henner Sledge. Der alte Henner Sledge. Es ist lange her. Ich meine nicht den Song. Der alte Henner Sledge. Ja. kennt ihn nicht. Made my day. Ich habe ihn Henner Sledge.
Made my day war Kojak. Der Jacko oder was? War doch doch Kojak, der immer gesagt hat, make my day. Ja, ich glaube. Das ist schon ein paar Jährchen her. Kann ich mir jetzt gerade nicht dran erinnern. Oh. Also dieses von Deckung zu Deckung sprinten ist mega geil. Ja, finde ich auch cool. Ich finde es echt, also das kann nur Sledgehammer. Ja, der Henna-Sledge. Henna? Das ist der mit den Tattoos? Guck mal, da ist der Henna-Sledge, den müssen wir weghauen. Na komm, streck den Kopf raus, dann ist gut. Oh Gott, ich verzieh die Waffe so derb. Wo ist der denn? Ach, hier oben. Hören Sie, ich schicke jemanden, der sich um die Bombe kümmert. Passen Sie auf sie auf. Wir sollen auf die Bombe aufpassen, dass ihr nichts passiert. Ah, eine Ammo-Kiste. Achten Sie auf Rikers. Ich entschärfe das Ding. Ich habe Wasser gefunden. Okay. Müssen wir den jetzt hier bewachen, oder wie? Ja. Feinde nähern sich ihrer Position. 2 Minuten 45 müssen wir hier durchhalten. Das ist ganz schön lang. Ich weiß nicht, ob ich hier gut stehe, aber... Wette, du bist zu weit vorne. Ja, würde ich auch. Oh. Da ist der Boss schon bei dir. Ich halte ja auch einfach... Das war der Boss, okay. Oben aber neben dem Pfosten so ist einer, links von dir neben dem... Hier. Oh, ich muss in Deckung. Nee, also der Boss, der lebt anscheinend doch noch. Nee, das sind mehrere immer. Alter. Was hat denn der für eine... Der hier so ein, Geschütz. Eine Art Minigun, ne? Oh, was macht der da? Oh. Nichts gut, er stellt die Minigun wieder auf, alle in Deckung. Ja. Gerade wo er die Minigun aufstellt, erstmal Makai hingerannt. Alarm! Feinde kommen in ihre Richtung. Als Timing. Schon wieder nicht. Ich glaube, ich stelle mich mal lieber nicht nach hinten. Nach vorne. Okay. Das ist ja heftig hier. Ich glaube, wir können jetzt tatsächlich noch ein bisschen nach vorne. Ich würde nicht nach vorne gehen. Ich werde eine Minute dafür brauchen. Ja, du hast doch noch. Wir müssen dich auch noch genau noch eine Minute verteidigen, Mädel. Alle fit? Jo. Ja, alles gut. Medipacks, habt ihr? Oh, jetzt kommen wieder ein paar. Baseball, Typi, sauber. Alter, sehr gut. Der Boss hat offensichtlich wieder einen Raketenwerfer. Schätze noch 30 Sekunden. Ich sehe ihn nicht. Da hinten. Nee, ich krieg den gleich. Noch rein. Ja, den mache ich. Na, jetzt wechsle die Position. Da hat einen Raketenwerfer, der Typ. Oh oh. Okay, das war er. Gib mir noch 10 Sekunden. Den euch. Oh, es kommt auch noch wer. Oh, da sind noch einige. Oh, oh. Lass die nach hinten kommen. Ja. Fuck. Wir kriegen aber Unterstützung. Von Soldaten. Oh. Erster Boss, wenn man so nennen will, ist down. Jo. Was ein Schlachtfest.
Verdammt, das war knapp. Ihnen ist egal, wen Sie töten, um zu kriegen, was Sie wollen. Kommen Sie, wir treffen uns im Kontrollzentrum. Hui, hat mal einer noch so eine Heilungsladung übrig? Wenn ich wüsste, wie das geht, dann würde ich es machen. Ja, wie gesagt, ich habe mir okay, auch die... Okay, ich weiß, das... Okay. Ich muss kannst du ja wählen, die Taste. Erstmal die Fähigkeit jetzt wählen, ne? Was denn brauchst du für Medipack? Wenn, muss ich da einfach meins bei dir einsetzen? So, das? Warte mal, jetzt müsste es gehen, aber... da gibt's diese Heilungsladung. Moment, gleich ist sie neu aufgeladen. Ach so, die habe ich gar nicht ausgerüstet. So. So, das hier. Das war die. Ich glaube, hast du die gemacht oder habe ich die gemacht? Das habe ich jetzt gemacht. Achso, nee, das ist doch die erste Fähigkeit beim Medizinbaum quasi, oder? Zweite vom Medizinbaum. Also ja, die habe ich. Also ich kann es gerade nicht machen, weil ich es aufladen muss. So, ich habe aber Waffen und Krempel bekommen. Gleich mal angucken. Ja, ich habe auch ein bisschen was bekommen. Eine RPK 74 Classic. Eine L86 LSW Militärversion. Die ist zwar nicht so gut wie meine derzeit, aber... Ja. Ich habe noch eine M4 bekommen. Ich kann das alles zerlegen, was ich bekommen habe. Immerhin. Ich sollte mal die Level 50 Schutzweste anziehen. Ab macht's ja Sinn. So. Waffe... Anlegen. Die Polizeiversion ist bei mir immer noch die stärkste Waffe, bei mir auch. Die ist richtig gut. Nee, Quatsch. Die LSW Militärversion ist, glaube ich, noch besser. Ja, ich bin ja im Moment sowieso mit dem Scharfschützengewehr unterwegs. So prickelnd ist das zwar nicht. Ah, nee. Also, So, hier gibt's noch Zeug einzusammeln, ist bei mir allerdings voll. Nee, die Polizeiversion ist tatsächlich, die hat den höchsten Schaden. Hier Granaten. Die schrotteln natürlich rum, mehr, aber. Hier liegt nur Munition rum. Weniger gut, Schuss. Nee, bei mir nicht. Bei mir liegt da nichts. Okay, aufladen. Kann man hier irgendwie auffüllen? Werf jetzt mal diese Blendgranate weg, damit ich die Splittergranate wieder hab. Ich bin geblendet. Das muss man herausfinden, wie man das manuell wechselt mit den Granaten hier. Ja, bei mir ist es, glaube ich, wenn ich G gedrückt lasse, dann komme ich in so ein Menü. Aber da konnte ich das letzte Mal die Granaten nicht wechseln. Ah. Dann kommst du in so ein Auswahlrad. In so ein Ringmenü. Nur wechselt er bei mir irgendwie die Granaten nicht. Oder ich bin zu blöd. Zweiteres glaube ich eher, aber gut. Wollen wir uns mal mit Roy Benitez treffen und reden? Ja, können wir machen. Ja, gerade noch ein bisschen applaudieren. Vergessen Sie nicht, sich mal auszuruhen. Öffnen, hast du eine Granate, Dennis? Nein, habe ich nicht. Ich könnte aber mal gegen das Schloss feuern, wenn ihr wollt. Ja. Mensch, warte, sie denn verkrochen, du feige Sau. McFly. Ist ja garantiert noch was Lootbares. Gottchen, ich wollte auch gerade sagen, was ist hier noch drin? Hier ist zum Beispiel noch was Lootbares. Reparaturhandschuhe. Jo, nehme ich erstmal mit. Motorradschoner. Jo, ich habe schon Motorradhandschuhe. Können wir bald zusammenlegen und... Motorrad fahren. Ja, fehlt jetzt nur noch das Motorrad. Oh, bei mir war da eine M249B drin. Ich habe jetzt Präzisionsgewehrschaden. Das finde ich gut. Och, wo sind wir denn da? Hallo. Ich mag... Ich glaube, hier ist gleich wieder eine Sequenz. Ja, warte. Aber hier ist erstmal noch ein bisschen was. Ein bisschen Loot. Loot? Yes. Hier ist ein allerdings nur. Oh, kann ich nicht looten. Ach, da ist so ein Erste-Hilfe-Dings gedroppt für mich, offensichtlich. Ja. Sehr schön. Ich denke mal, hier wird wohl eine Sequenz beginnen, wenn wir hier reingehen. Jo, dann gehen wir doch mal rein. Davon ist auszugehen. Geht mal vor. Ne, wir müssen direkt mit meine Güte, was bleibt uns denn noch? Redet. Schön, Sie zu treffen, wer Sie auch sind.
Ich hoffe, wir können auf Sie und Ihre Leute zählen. Mhm. Vergessen Sie es nicht. Hier steht uns ein höllischer Kampf bevor. Hören Sie, wir haben gute und schlechte Nachrichten. Wir haben Division-Agenten zur Verstärkung, aber diese Typen da draußen, die lassen uns einfach nicht. Geh direkt nach oben. Das sind die schlechten Nachrichten. Hilfe! Hey, Alter, geh hoch da! Kurz! Hilfe, Ambras, Hilfe! Ihr macht das schon, Leute! Mann, ich stehe hier irgendwie kacke. Soll ich da hin, Ma? Das waren ja schon alle, oder wie? Oh, ich weiß nicht so genau. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das alles war. Oben am Radar wird auch rot angezeigt. Ja, da ist ein Kanister, ne? Also, halt mal ein paar Leute mehr kommen. Hier ist noch ein Boss, der mich gerade ein bisschen zerpflückt. Seid ihr wieder runter? Ich bin wieder unten, ja. Ich spring mal runter. Au! Wieder in Deckung, Mann! Ich bin down, leider. Team ist getroffen und bracht Unterstützung. Wo bist du, oben? Nein, unten. Nee, ich kann dir nicht helfen. Ich sehe dich gar nicht. Ich bin hier in Deckung. Du musst zu mir kommen, ne? Komm mal zu mir, ich bin hinter dir. Am besten immer zu einem hinrennen, irgendwie, wenn es geht. Wenn du liegst, geht das aber nicht. Okay, wieder einer hier, ne? Ein Boss. Das da genau vor uns etwas, das explodieren kann. Ja, das ist nicht gut. Komm, dann ziehen wir da drauf, das brauchen wir doch nicht. Ach, das geht anscheinend nicht kaputt. Scheiße. Bleib da stehen. Bleib da stehen. Nee, da treffe ich ihn nicht. Die Heilung wurde geschickt. Geh, lass mich nicht weg. Sehr einer. Schön, der war richtig gut. Boah, scheiße, die Haftgranate habe ich versaut. Mann, dieser verfickte Soldat steht mir im Weg rum. Der Heilung rüber. Oh, Alter. Wollt ihr mich verarschen? So, jetzt halt ihn mal gezielt. Hui! Boah, da sind noch welche. Komm, welche. Erledigt sie möglichst auf Distanz. Wow. Ah, scheiße, da oben nach oben wollte ich gar nicht. Komm zurück da. Ja. Shit. Oh shit. Am besten wieder rein hier. Den Baseball-Typ hier habe ich erledigt. Den zweiten auch. Kommt noch einer? Den hab ich weg. Das habe ich gemeint. Oben ist ein Sniper. Ja, ich hab ihn im Visier. Wobei, hey, Quatsch, den habe ich schon weggehauen. Noch einer da. BAMS! 2700 Schaden. Lass mich nicht überrennen! Was
Sie haben ihn. Schlag hart zu, dann rennen Sie weg. Könnte er mal rauskommen? Danke. Agent, Ihre Freunde bringen einen Scharfschützen in Stellung. Passen Sie gut auf sich auf. Okay, jetzt sind wir vom Sniper gewarnt worden, oder? Sie haben es echt rumgerissen. Ich hätte nichts dagegen, Sie mitarbeiten. Also diese Heilungsgranaten sind Gold wert. Oh, da kommen wieder welche. Hier liegt ein Medipack, ich hab voll. Ich hab auch voll. Ich glaub, das ist noch ein Stück. Oh, Schläger. Vorsicht! Schläger. Danke. Weg. Bitte. Okay. Oh, Alter. Da habe ich aber richtig angekriegt. Da ist noch einer. Ja, jetzt wird's hier schwierig. Ich kann jetzt hier nicht schießen. Das sah gut aus. Der ist aber leider runtergegangen. Der kommt wieder hoch. Jetzt ist er wieder oben. Alter, der hittet mich, Alter. Boah, hittet der hart, Alter. Nach Belieben, ey. 2500 Schaden hat er drin. Hä? Wo sind denn noch andere Gegner? Ah, fuck it. Runter. Hinter uns? Laut Radar. Okay, dann macht ihr hinter und ich mach den, ja, hinter uns. Weil ich bin jetzt gerade zu nah an dem dran. Haben wir den? Da ist noch einer. Ne, das ist ein Soldat von uns, okay. Ja, das war nur der eine. Hatten wir den übersehen oder was ist los? Oh! Keine Ahnung. Nein, Alter! So, ich halte dich nochmal. Hier kommen die ganze Zeit so irgendwelche Scheißschläger an, ne? Ja, und der haut mich gerade um. Danke. Bitte. Oh, da hinten steht auch noch eine. Hier ist jetzt richtig Party. Hier vorne. Darum geht uns, darum rennen uns wieder zwei. Sind jetzt rechts von uns. Rechts hinter uns. So, meine Granate ist wieder geladen, ich knall ihm die nächste rein da oben. Oben dem? Ja. Oh ja, die nagen an den Knochen der Stadt. Der kommt hier nicht hinter seiner Karre vor, der Spacken. Scheiße. Hab sie verschossen. Okay, dann weiter mit dem Scope drauf. Ja, wir haben seine Rüstung schon fast runter. Ja. Rechts von uns ist immer noch so ein Typ, wie aber offensichtlich beschäftigt der Soldat den ganz gut. Ah, er kommt runter. Komm ich mal, ja, der geht gleich wieder hoch. Okay. Also so war es bis jetzt zumindest immer. Da ist er wieder oben. Hab den Typ ausgeschaltet. Sind zwei oben. Weit geworfen. Oh Gott. Oh, jetzt kommen noch Raketenbrüder. Ja. Ey, keine Munition mehr, Alter, scheiße. Hinter uns liegt eine Kiste. Der Halle. Ich habe auch nur noch 17 Schuss, ich gehe mal auf die MG. Ich geh auf die Schrotflinte, scheißegal. Scheiße, ey.
Oh, runter da. So, den einen Typ hab ich down. Ah, in der Schrotfinde geht so ein bisschen was. Muss aber ein bisschen näher ran eigentlich. Ja, Schrot halt. Boah, wie das hier alles vibriert. Irgendwie machen meine Granaten, Hafsgranaten keinen Schaden. Also kriegst du mir jetzt nichts angezeigt. Du musst es sehr genau platzieren. Ja, ich glaube, das hast du jetzt so ziemlich. Jetzt sind sie weg. So, immer noch der Finch. Ja, den kriegen wir gleich. So. Jetzt den Kopf hochhebt, lege ich Haftgranate hier die Haftgranate auf die Brust. Lasst euch nicht überrennen! Er könnte langsam mal wieder hochkommen, ne? Ja, finde ich auch. Stellt mal das Feuer ein. Sind das die anderen? Habt ihr irgendeinen angevisiert oder so vielleicht für euch? Halte mit der Haftgranate drauf, ich warte nur, bis der Kopf hebt. Ja, deswegen solltest du mal, lass ihn mal los, dass du nicht anvisierst. Wer kommt er dann mal hoch? Hä, was hat er denn? Geht's ihm nicht so gut? Ist er verbuggt? Dann versuche ich mal von hier drauf zu halten. Stirb endlich! Gut. Gut gemacht, boah, Mario. Meine Leute sagen, die Bedrohung wurde beseitigt. M44, ich, meine Männer und die Bewohner von New York stehen in ihrer Schuld. Ich bin mit einer Eskorte auf dem Weg zurück zur Basis. Oh, wir sind bei einer halben Stunde. Wir sprechen uns, wenn sie dort sind. Oh, shit. Gute Arbeit. Ja, gut. Wenn sie die Schleusen gesprengt hätten, haben wir auch hätten wir unsere Nachschublinie verloren. Jetzt kann sich Benitez um die Sicherheit kümmern. Wir sehen uns. Wollen wir die jetzt beenden hier, die Folge? Ja, ich glaube, wir müssen jetzt nur das Gebiet verlassen, ne? Genau. Oder? Ja, verlassen. Genau. Wir verlassen noch schnell das Gebiet und gucken, da gibt es da noch Missionsloot bestimmt. Und oben auf die 2 Minuten mehr kommt es jetzt auch nicht an. Das stimmt. Weil ich jetzt definitiv vorher nochmal eben meine Ausrüstung wieder auffülle. Komme ich denn hier hoch? Hier. Boah, richtig viel Crap. Mal gucken, was er so hat. Agent, wir haben sehr verstörendes Filmmaterial gefunden. Diese Aufständischen sind gottverdammte Tiere. Lau sagt, sie hat es ihnen hochgeladen. Lausack. Neues Beweisvideo verfügbar. Tabulator, ich drück mal. Vielleicht kriegen wir noch. Oh, gibt noch Videos. Jawohl, habt ihr die Karabiner auch bekommen? Ja, ne? Ich hab noch nicht geguckt, bei mir läuft ein Video. Ich hab das Gebiet noch nicht verlassen. Achso, okay. Ich hab jetzt erstmal aufgefüllt. Ah, okay, wenn man ein Stück weiterläuft, beendet man die Mission und kann sich so Überwachungsvideos angucken, falls ihr das noch nicht macht gerade. Nee, weil ich habe noch 150 Meter bis verlassene Mission. Also ich habe jetzt eine Karabiner bekommen, also ein Scharfschützengewehr, ne? Ja, eine Karabiner ist doch eine Schrot, oder? Moment, ist er das? Oh, nein. Nee, ich mache Meldung. Eigentlich ist eine Karabiner, eigentlich ist sowas wie eine MG, glaube ich, eine Karabiner. Aber das hier ist mit hier mit Visier. Zentrale, weiß das jetzt nicht, ich bin nicht so der Waffenfreak. Ich kenne nur den Karabiner Haken und ich glaube, der hat damit nichts zu tun. Ey, so ist auch das Let's Play auch geworden, Leute, übrigens. Ich habe gerade ein verstörendes Video gesehen. Ich habe es immer noch nicht gesehen. Also ich bin einfach weitergegangen, dann hat der Benitez gesagt, wir haben bedenkliche Überwachungsvideos gesehen, wie auch immer, und dann konnte ich mir 2 Videos anschauen.
Okay, vielleicht ist es auch einfach nur so, dass weil du die Mission gestartet hast. Ah, das wird bei hast. Mir unten als neue Beweise angezeigt. Ah, so, okay. Kann man sich dann später noch angucken. Okay. So, dann würde ich aber sagen, beenden wir jetzt die Folge. Wir huschen offscreen zurück in die Basis und dann geht's beim nächsten Mal weiter. Jupp, das machen wir ein paar Schnellreise. Jo, tschüssi. Alles Ciao. Klar, tschüss.